Hier einmal das Beispiel der Paulmann Bluetooth-Ansteuerung mit einem Raspberry Pi, in diesem Fall ein Raspberry Pi Zero W mit einem OLED-Screen und in einem 3D-gedruckten Gehäuse. Wenn ich nun das Beispielprogramm über Python ausführe, in dem Fall jetzt an, dann sieht man, dass die Bluetooth-Leuchte angeht. Wenn ich jetzt das Ganze mit einem Ausbefehl sende, dann geht die Leuchte wieder aus. Im Endeffekt sieht das Ganze so aus. Also viel sehen kann man nicht. Der Beispielcode ist auf atcnetz.de zu finden und dort auch eine Erklärung zu dem System und den Kommandos.